Schönen guten Morgen. Ich möchte jetzt die nächste Stunde, ich hoffe, ich komme durch, sind bloß 98 Folien, was über OpenStreetMap 20 Jahre erzählen, wie es so losging, wo es so hingeht und ein paar kleine Geschichtchen drumherum. Ein bisschen was für Statistikfreaks, dann so ein bisschen Werbung, warum wir so toll sind und dann Blick in die Zukunft, was so wir vor der Brust haben. Ja, 20 Jahre OpenStreetMap. Hier ein Kartenausschnitt auf der linken Seite, wo wir sind aus 2008, weil 20 Jahre zurück, da wäre da links gar nichts zu sehen gewesen. Aber wir sehen, da ist schon für 2008 relativ viel zu sehen. Das Kids ist schon eingezeichnet. Also hier muss es Early Adapter gegeben haben bei OpenStreetMap. Ne? 2008 war ja noch in Deutschland Kinderschuhe. Auf der rechten Seite sehen wir einen Status, wie es heute ist. Ne? Das nochmal ein bisschen rausgezoomt. Kiel, auch typisch für die 2008er Jahre, für die Anfangszeit, dort wo viele Menschen leben. Schon relativ viele Daten, da wo wenig Menschen leben, im Umfeld von Großstädten, relativ wenig Kartendaten. Wer sich das nochmal genauer angucken will, OSM Then and Now ist eine Karte, die man im Internet aufrufen kann. Kann man dann hin und her schieben und mal seine eigene Region angucken, was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Das Einzige, wo ich ein bisschen misstrauisch bin, sind die Küstenlinien, weil die sind rechts und links ähnlich gut. Also ich glaube, da ist auf der 2008er Karte gemogelt worden. Die waren 2008 noch nicht so gut, meiner Meinung nach. Gut, aber fangen wir an. Jetzt bin ich erstmal neugierig und möchte mal so ein bisschen rauskriegen, Meinungsbild einholen, wen ich hier so vor mich habe. Wer hat noch nie was von OpenStreetMap gehört und dachte, ist jetzt für einen Freund, eine Freundin hier und wollte mal gucken, was das eigentlich ist? Okay, sehr schön. Wer nutzt regelmäßig OpenStreetMap.org und OpenStreetMap.de? Aha, okay. Ich sehe schon, es sind viele Wissende hier im Raum. Wer nutzt OpenStreetMap als App auf seinem Smartphone? Okay. Ja, man auf dem Boot auch. Sehr schön. Zählt Komoot. Zählt Komoot. Ja. Okay. Dann werde ich heute wahrscheinlich wenig Neues erzählen. Okay, wer hat schon einmal einen Fehler bei OpenStreetMap gemeldet? Ja, für alle die... Wer hat einen Account bei OpenStreetMap? Das sind mehr. Ja, also man kann auch Fehler bei OpenStreetMap melden, wenn man keinen Account hat. Einfach auf der OpenStreetMap-Karte da rechts auf die Bubble gehen, draufklicken und dann kann man reinschreiben, hier fehlt irgendwas. OpenStreetMap.org muss man dann nehmen. Ne? Hier fehlt irgendwas, kann man eintragen, dann kommt so ein rotes, weißes Kreuz mit rotem Hintergrund und dann kümmert sich im besten Fall die Community drum oder die sagt, interessiert mich nicht, lasse ich stehen. Ist halt ein Community-Projekt. Gut, das hatten wir schon. So, jetzt, wer mappt aktiv, wer hat schon mal was beigetragen außer Fehlermeldung? Oh, auch doch, ja, doch, das ist so fast 20%, ne? Mein Bruder auch, ich nicht, aber mein Bruder, aber ich... Das zählt jetzt nicht. Aber ich bin in der Anwendungsentwicklung ein bisschen aktiv, dass ich mir diese OpenStreetMap Mobile App portiere, jetzt auch versuche, das Osment auf das... Ja, sehr schön. Vielleicht mal einen Vortrag auf der Foskes-Konferenz einreichen, wenn es gelingt. Da freuen wir uns drüber, um das mal zu hören. So, geht weiter, so zum Verständnis. Wer ist der Meinung, dass OpenStreetMap ein konsumierbares, fertiges Produkt ist? Hände hoch. Mhm, ja, ein paar wackeln mit den Händen, ja. Okay. Wer denkt, OpenStreetMap ist eine Kartenansicht? Nur eine Kartenansicht. Ah, okay, ich merke, alles Profis. Wer denkt, dass OpenStreetMap eine Datenbank ist? Wow,
Das, so ein gutes Meinungsbild hatte ich bisher auf wenigen Konferenzen, wo ich diese Frage gestellt habe. Ist tatsächlich so, ne? In erster Näherung ist OpenStreetMap eigentlich eine Datenbank. Das ist der Hintergrund. Jeder soll sich an den Daten bedienen können und selber irgendwas Cooles damit machen können. Die Karten, die wir sehen, OpenStreetMap.de, OpenStreetMap.org, sind eigentlich nur Visualisierungen, damit jeder, der sich dafür interessiert, auch eine Vorstellung hat, was OpenStreetMap eigentlich ist, wenn wir da die Datenbank, damit kann halt normaler Mensch nichts anfangen. Deswegen gibt es diese OpenStreetMap und OpenStreetMap.de Karten, um zu zeigen, was wir können. Gut, so 20 Jahre OpenStreetMap. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ich hatte noch lange Haare und die Mobiltelefone hatten noch keine, hatten noch alle Tasten. Und meistens noch keine Kamera und auch noch keine GPS-Empfänger. Luftbilder und Ortofotos waren teure Dinge, die sich nur professionelle Unternehmen von professionellen Unternehmen kauften. Oder bei den Landesvermessungsämtern vorrätig waren, die aber dann auch gesagt haben, nach unserer Gebührenordnung macht das so und so und so viel. Bitte zahlen Sie. Also nichts frei verfügbar. Ja, aber es gab vor 20 Jahren schon die Wikipedia. Es gab sowas wie freie Lizenzen auch für Wissen, nicht bloß für Software. Die GPL gibt es ja schon ein bisschen länger. Und GPS-Geräte waren schon als Consumer Devices verfügbar. Ja? Hat man dann so eben auch so, was so die Größe Mobiltelefon heute, hat man damals für den Privatgebrauch auch GPS-Empfänger bekommen, hat die auf Wanderung mitgenommen und Digitalkameras gab es auch. Moment. So, und so ging das dann auch los. Ne? Der geneigte Mapper stiefelte vor 20 Jahren mit einem GPS-Gerät, eine Digitalkamera oder einem Diktiergerät oder ganz klassisch mit einem Feldbuch durch die Gegend und machte sich Notizen zu Hausnummern und Ähnlichem. Weil es gab ja nichts, woran man sich orientieren konnte. Es gab ganz grob aufgelöste Luftbilder, aber da musste man Hausumringe, das war mehr zu raten als abzuzeichnen, es sei denn, es sind sehr große Gebäude gewesen, ja, aber das waren so die Anfänge. Da hinten war eine Frage. Ja, bevor jetzt jemand spontan sich da gleich in dem Vortrag schon das Equipment bestellt, was man vielleicht brauchen könnte, um damit anzufangen, der kurze Hinweis, in Schleswig-Holstein sind die Korrekturdaten durch das Land freigegeben für RTK-GPS. Das sind so Genauigkeiten von 1,8 cm, wenn man eine Datenanbindung hat. Also bevor euch hier schnell ein GPS kauft, kauft euch RTK-GPS, wenn ihr Schleswig-Holsteiner seid. Da kann man den Nerdfaktor noch mal ein bisschen nach oben treiben, der Genauigkeit. Weiß nicht, kann man die dann auch auf das Smartphone laden? Nein, also damals, als man da notierend durch die Straßen zog, hatte man natürlich auch öfter mal unliebsamen Kontakt mit der Bevölkerung. Was machen Sie hier in unserer Straße? Was machen Sie sich für Notizen? Warum fotografieren Sie mein Haus? Ja, das musste man dann so erklären. Damals bei den einigen Mapping-Partys kam dann auch mal die Polizei, weil wenn dann mehrere Leute fotografierend und aufzeichnend durch die Gegend laufen, waren halt doch viele besorgte Bürger dann auch da. Es gab dann Leute, die sind proaktiv geworden, haben sich dann also eine Vermessungsweste angezogen. Einfach, ne, wenn ich offiziell aussehe, dann sind die Leute auch schon wieder beruhigt. Das Leben von Mappern ist heutzutage mit Smartphones deutlich ruhiger geworden, weil ne, als Zombie, als Smartphone-Zombie laufen wir alle durch die Gegend. Man fällt gar nicht mehr auf, wenn man jetzt Street Complete nimmt und ein bisschen guckt und dann Notizen macht. Ja? Also das ist deutlich entspannter geworden, das jetzt zu machen. Aber heutzutage gibt es natürlich auch vernünftig auflösbare Luftbilder, die frei zur Verfügung stehen, aus denen man auch Daten ableiten kann, ohne mit Bürgern in Kontakt kommen zu müssen. Jo, jetzt vielleicht so ein kleiner Ausflug in die
Geschichte von OpenStreetMap, ja, bloß nochmal zur Erinnerung, 95 Einsatzbereitschaft vom GPS, ab 2000 dann keine künstliche Signalverschlechterung mehr, dann 2000 Gründung des CRAS e.V. Was ist der CRAS e.V.? CRAS, eine GIS-Datenbank oder Software, heißt jetzt der CRAS e.V. FOSGIS e.V. Was das ist, erkläre ich auch nochmal. Dann 2001, Wikipedia gründet sich, Creative Commons gründet sich und dann geht es richtig los, 2004 Gründung der Wikipedia und dann eben auch 2004 Registrierung der Domain OpenStreetMap.org. Also ne, die Anfang der 2000er Jahre, die Digitalisierung war so weit, dass man sagen konnte, ja, das ist für Interessierte in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wir müssen irgendwas machen, um freies Wissen, freie Geodaten zu sichern. Und das war ja die Ursprungsidee von OpenStreetMap, dass man analog wie Wikipedia freies Wissen sammelt, in OpenStreetMap dann entsprechend Geodaten sammelt und frei zur Verfügung steht, weil, wie gesagt, wir reden hier über eine Zeit, wo Geodaten ausschließlich als Kaufgegenstand zu erwerben waren. Dann, ja, und das ist auch wichtig, OpenStreetMap, die Idee ist älter als Google Maps online ist. Ja, also OpenStreetMap ist nicht entstanden, weil man gesagt hat, wir wollen Google 1 auswischen. Die Idee war vorher da. Google ist dann natürlich 2005 direkt mit einer Anwendung online gegangen, wogegen der erste Änderungssatz, der noch in der Datenbank erhalten ist, von einem gewissen Steve, Steve Coast, der Gründer von OpenStreetMap, den finden wir also am 9. April 2005. Dann wurde da so ein bisschen gewerkelt und gesammelt und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man sagt, wir brauchen auch irgendein organisatorisches Konstrukt darum, dass ich mit den ganzen Leuten beschäftigt, die da irgendwelche Fragen haben. Ja, das ist auch der Grund, warum OpenStreetMap dann zum FOSGIS e.V. oder FOSGIS e.V. Die administrative Seite von OpenStreetMap übernommen hat, weil wenn man als Community-Member zu einer Behörde geht und sagt, ich hätte dann gern die Daten, dann sagen die, mit wem sollen wir denn den Vertrag schließen? Ja, und dann ist es gut, wenn es da irgendwo einen Verein gibt mit einer Internetseite, wo steht, ja, mit dem können Sie das schließen und da haben Sie einen Vertragspartner und der ist total seriös und dem können Sie vertrauen. Also hat sich auch 2006 dann die OpenStreetMap Foundation in Großbritannien gegründet, damals Großbritannien ja noch in der EU, komme ich später nochmal drauf. Dann, 2007, Smartphone, Apple stellt sein iPhone vor und das hat eben dann nochmal vieles umgekrempelt und einfacher gemacht. Ich hatte ja schon über die Smombies geredet. Tja, dann 2007, 10.000 Accounts registriert und dann geht es steil nach oben. 2008, 40.000 Accounts, ja, erinnert euch an das Foto von Kiel ganz am Anfang. Das war also ungefähr die Zeit, als es 40.000 registrierte Accounts gab. 2008 eben auch in Deutschland hat man gesagt, man braucht irgendein rechtliches Konstrukt für OpenStreetMap, das man vorschickt, wenn Verträge geschlossen werden müssen, Vereinbarungen getroffen. Und deswegen hat sich dann der CRAS, die CRAS-Anwendervereinigung in FOSGIS umbenannt und hat gesagt, wir decken die gesamte Breite von Open-Source-GIS-Software ab und nehmen auch OpenStreetMap mit unter unseren Schirm. So, und dann kam die erste große Herausforderung für OpenStreetMap. Ne, wie das so ist, wenn, ich hoffe, ich trete hier niemandem zu nahe, wenn Entwickler sich mit Recht beschäftigen, die nehmen irgendwas, wo sie denken, das funktioniert. Bei OpenStreetMap stellte sich relativ schnell raus, dass die CC BY-Lizenz, die man gewählt hatte, für Datenbanken nicht so ganz geeignet war, das ganze Konstrukt. Und man gesagt hat, man braucht was Eigenes, man braucht eine Datenbanklizenz. Und dann hat man geguckt und hat gesagt, gibt es bisher nicht. Es gibt für Software die GPL und alles Mögliche, Mozilla, Apache, BSD, was auch immer. Und es gibt für Kreativwerke die CC BY in allen möglichen Varianten. Für Datenbanken gab es nichts. Hat man dann auch jemanden gefunden
Open Data Commons, die haben eine entsprechende Lizenz entwickelt. Ja, nun waren aber schon ein Haufen Daten in der Datenbank. Und wie das so ist bei Lizenzumstellung, Lizenzen sind ja Verträge, musste man also jeden einzelnen Beitragenden, jede einzelne beitragende Person fragen, ob sie bereit ist, die beigetragenen Daten von CC BY auf ODBL umzustimmen. War ein sehr langwieriger Prozess, hat auch viele Datenverluste in der Zeit gegeben, weil ne, OpenStreetMap gibt es ja eine, jemand trägt eine Straße ein, dann verschiebt die jemand und dann kommt noch jemand und verbessert die Straße und dann hat man drei Personen, die alle an dem Objekt irgendwie dran gearbeitet haben. Und wenn jetzt die erste Person, die das ursprünglich eingetragen hat, sagt, ich mache den Lizenzwechsel nicht mit, hat man gesagt, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, löschen wir das ganze Objekt, weil der erste in der Kette nicht zugestimmt hat. Ne? Also man hat immer bis auf den Punkt zurückgesetzt, wo der erste, wo man eine geschlossene Kette hatte, wo alle zugestimmt haben, wir wechseln von CC BY zu ODBL. Und da hat es dann doch einige große Datenverluste gegeben, weil auch ein paar Power-Mapper gesagt haben, ich mache das nicht mit, alles doof. War schon, früher war alles besser. Ne? Heißt der aber auch im Umkehrschluss, wenn also einer ein Jahr lang gemacht hat und dann andere auf dem Datensatz fortgeführt haben und nicht zugestimmt hat, hat er ja passiv auch die Arbeit von anderen Leuten weggeworfen. Ne? Nö, dann konnte ja zurückgesetzt, also wenn einer ganz viel gemacht hat, wurde halt auf den alten Stand zurückgesetzt, wenn der zugestimmt hat. Also das ging. Aber wenn der erste, der viel gemacht hat, nicht zugestimmt hat, war alles von den Nachfolgenden weg. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ne? Das ist natürlich auch die Frage, welche Motivation hatten die dann, das nochmal einzutragen? Komme ich sofort dazu? Ne, wir sehen, es gibt einen riesigen Sprung von 2008, 40.000 Accounts, zu 2009, 120.000 Accounts. Und es kam noch weiter, und wir sind ja noch mittendrin im Lizenzwechsel. Ne? Der Lizenzwechsel eigentlich war von 2010 bis 2012. So, und dann kam das Erdbeben von Haiti, wo das erste Mal hochaktuelle Luftbilder allgemein frei zur Verfügung waren. Und hier konnte die OpenStreetMap-Community das erste Mal zeigen, was mit frei verfügbaren Luftbildern möglich ist. Weil innerhalb von wenigen Tagen waren also zerstörte und bestehende Infrastruktur in Haiti in der OpenStreetMap-Karte erfasst und dargestellt. Ne? Also da konnte dann jeder, auch die sonst freies Projekt und ist ja eh alles Quatsch, konnten sehen, was für eine Power so eine Community haben kann und was mit freien Daten möglich ist. So, dann gab es auch 2010 dann schon die dritte Auflage und bisher letzte Auflage des Buches zur OpenStreetMap. Und dann 2011, eben mit diesem Hintergrund auch aus Haiti, hat OpenStreetMap ein Förderprojekt bei der Wikipedia gestellt und hat gesagt, wir würden gern Luftbilder kaufen, wollt ihr das nicht fördern? Und da war OpenStreetMap also erfolgreich und Wikipedia hat für Deutschland von einigen Großstädten Luftbilder gekauft, Aero West. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere nochmal. Von vielen Großstädten. Und da war das erste Mal dann möglich, auch Hausumringe relativ gut, sehr präzise einzuzeichnen, Straßen, wo noch niemand war, etc. Also das hat auch nochmal qualitativ einen richtigen Sprung nach vorn gemacht und entsprechend konnten dann auch alle Lücken, die in dem Lizenzwechsel entstanden sind, auch dank dieser Luftbilder und dank der Power, die bei der Community dahinter stand, relativ schnell geschlossen werden. Hatte niemand so erwartet, dass es so schnell gehen würde, aber das hat, glaube ich, weniger als 2 Jahre gedauert und dann waren mehr Daten in der Datenbank als vor dem Lizenzwechsel. Ja, dann 2014 haben wir 1,5 Millionen Accounts. Der FOSGIS wird erst 2017 offizielles Local Chapter der OpenStreetMap Foundation. Ja, Local Chapter, das ist also so wie bei den Motorradgangs. Ne? Da gibt es den Head und dann irgendwo die Local Chapter. OpenStreetMap ist also für, der FOSGIS ist für OpenStreetMap Deutschland das Local Chapter, der OSMF. Da muss man aber kein Geld abführen oder so, das ist ein Kooperationsvertrag, wir dürfen die Markenrechte nutzen und so weiter und so fort. Ja, dann fängt es so langsam an, ein bisschen sich zu professionalisieren im FOSGIS. Wir schaffen eine Koordinierungsstelle.
haben jetzt also ein Büro in Berlin, wo jemand als Ansprechperson sitzt und koordinieren kann, Anrufe entgegennehmen und viel unterstützt, eben auch die Vosges-Konferenz organisiert etc. 2022 hat der Vosges dann eine Kooperationsvereinbarung mit dem BKG geschlossen. 2023 dann eine weitere Stelle, Jochen Topf, explizit nur für Belange von OpenStreetMap, also auch Lobbyarbeit nach Berlin erklären, nochmal erklären und nochmal erklären, aber eben auch zu anderen Interessenverbänden, Naturschutzverbände, ganz wichtig, weil ne, die Problematik mit Komoot kennt ja jeder, die Leute trampeln durch die Naturschutzgebiete, weil ein Weg eingezeichnet ist, da OpenStreetMap zu erklären, wie funktioniert es, was muss man machen, damit die Leute da nicht lang gehen etc. Das haben wir jetzt, oder versuchen wir einzufangen, ist man ja nie fertig mit. Ja, und dann 2024, Tagesschau, verwendet OpenStreetMap-Daten für ihre Karten im Hintergrund. Ne? Und dann kann man sagen, okay, OpenStreetMap hat es eigentlich soweit geschafft, wenn die Tagesschau auf diese Karten setzt, um Themen zu visualisieren. Schön. Ja, so zum Ende. Ne? Dieses Jahr im Frühjahr hatten wir den 150 Millionsten Änderungssatz in der OpenStreetMap-Datenbank und inzwischen haben wir 12 Millionen Accounts, von denen nicht mehr alle aktiv sind, aber das kommt dann im statistischen Teil. Ne? So sieht die Mitgliederentwicklung also aus, ob das jetzt exponentiell weitergeht oder vielleicht doch eher linear, werden wir mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Gut, Lust auf Statistik, ja, heftiges Nicken im Raum. Das Datenmodell. Ja, der Informatiker braucht 5 Symbole für seinen Programmablaufplan, um die Welt zu erklären. OpenStreetMap braucht bloß ein Key-Value-Paar. In der Datenbank sind jetzt ein bisschen mehr als 10 Milliarden Objekte erfasst. Es gibt 98.000 verschiedene Keys und 163 Millionen Values. Wen das interessiert, ne? Jochen Topf hat eine sehr schöne Statistik, kann man tagesaktuell gucken, wer führt gerade welcher Key und so weiter und so fort. Und wir haben also 3 Milliarden irgendwas verschiedene Key-Value-Kombinationen in der Datenbank, also Key-Value-Kombinationen, die dann letztendlich die Welt abbilden. Ja, was sind jetzt die häufigsten Key-Value-Paare? Building. Mit fast 6% aller Objekte, ja, also das Anthropozän, das menschgemachte Zeitalter, spiegelt sich auch hier wieder. Es scheinen ziemlich viele Gebäude auf der Erde zu stehen. Und dann kommen aber auf Platz 2 schon die Juristen. Ne? Die Quellenangaben. Wo kommen die Daten her? Wie wurden sie erfasst? Platz 2 in der Datenbank, das SourceTag. Ja, und dann die autofahrende Gesellschaft zahlt ihren Tribut. Highways auf dem 3. Platz mit 2,5% aller Objekte in der Datenbank. Hier sehen wir also, wie die Anzahl unterschiedlicher Key-Value-Paare in der Datenbank sich seit 2013 entwickelt. Ne, und das ist auch so, es gibt ein dunkles Zeitalter in OpenStreetMap, wo es quasi keine statistischen Daten gibt. Weil da waren alle mit Erfassen beschäftigt und dachten, na, wer weiß, ob das was, macht zwar Spaß, aber wer weiß, ob das was wird. Und dann so ab den 2010er, 2013er Jahren hat man dann gesagt, diese Datenbank scheint doch gekommen sein, um zu bleiben. Ne? Und dann gibt es entsprechend auch mehr Statistik zu dieser Datenbank. Ja. Das ist zwischen irgendwas in 2016, 17, keine Ahnung, kann die Software kaputt gegangen sein, kann, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja alles von Freiwilligen gemacht, also kann ja auch mal sein, dass dann eben entsprechend nicht geharvestet wurde oder
spricht sogar viel dafür, weil hier ist auch die Lücke. Also ich habe den Punkt hier auch, keine Ahnung, wie der da hinkommt. Ist wahrscheinlich, als ich die Statistik mit meiner Kamera von Bildschirm abfotografiert habe. Ja, ja, nee, ist es nicht. Aber es war ein Versuch der Erklärung, um jetzt über diesen ungeklärten Punkt hinwegzukommen. Genau, also Anzahl unterschiedlicher Values in der Datenbank steigt nicht ganz so stark an. Offensichtlich scheint man alle wichtigen Objekte so mittlerweile gefunden zu haben. Also mal gucken. So, jetzt, ne, wir haben ja gesehen, 12 Millionen aktive Accounts. Wie sieht es denn nun mit der Aktivität aus? Erstmal hier noch allerdings von 2013, also vor etwas mehr als 10 Jahren, lag das Gebiet mit den meisten Kartendaten auf engstem Raum in Kamerun. Also auch oder insbesondere in Afrika wird auch sehr viel mit OpenStreetMap erfasst. Hier mal ein Abbild, wo so die Aktivitäten weltweit von OpenStreetMap liegen. Und da sieht man ganz klar, in Europa ist am meisten los, aber auch in Afrika gibt es Regionen, wo sehr hohe Aktivität herrscht, die quasi fast analog zu Nordamerika ist. Haben Sie da der asiatische Bereich, ist da jetzt ein bisschen grün, ist das wachsend? Also sind die gleich klein? Nö, das ist halt mäßig nicht so aktiv, ne? Also ja. Ja, naja, gut, Japan ist auch sehr aktiv, Indonesien ja, unten. Das ist auch irgendwie Bevölkerungsdichte, wenn man das mal vergleicht, dann würde ich auch mal behaupten, das sind eine hohe Bevölkerungsdichte. Ja, das würde natürlich auch erklären, warum in der Sahara nicht so viel los ist. Naja, politisch wird es an manchen Stellen auch nicht gewollt. Mit Sicherheit. Politik ist auch ein Thema. Ja, Technologie natürlich auch noch, wir mehr Technologie als mit Indien dabei gehen und ja, genau, also auch ganz starke soziale Komponente. Man muss auch die Zeit haben, draußen rumzulaufen und Daten zu erfassen, nur weil es einem Spaß macht. Ne? Wenn man noch mit der Organisation des Lebens schon voll beschäftigt ist, bleibt für sowas keine Zeit. Aber hat das in China rechtliche Herausforderungen? Weil eigentlich müssten die ja lieber einen OpenStreetMap als einen Google Maps oder einen Apple Maps oder so haben, weil da keine Öffnungszeiten unterstützt. Ja, weiß ich nicht. Eine zentrale Stelle können sie aber viel besser kontrollieren als so einen anarchischen Haufen. Zumal die Datenbank eben auch nicht in China liegt. Also, aber bin ich nicht im Bild, wie das politisch da aussieht. So, jetzt aber zu den Mappern. Man kann sagen, in den Jahren 2015 bis 2024, ne, also 2015 ist hier, waren also jedes Jahr so zwischen 40 und 50, jeden Monat sind so zwischen 40 und 50.000 Accounts von den 12 Millionen aktiv. Die mittlere Anzahl von Bearbeitungen pro beitragender Person pro Monat schwankt also relativ stark. Vielleicht hat sich hier auch mal die Auswertung geändert, keine Ahnung. Ich habe die Statistik nicht selber gemacht, aber irgendwie so, jetzt sind wir, was sind wir hier hinten? Also zwischen 30 und 50 schwankt das. Ne? 30 hier unten, 50 hier. Der Abfall nach 2016 deckt sich relativ gut mit der Lücke zum Ende von 2016, Anfang 2017 eben aus der Statistik. Ob die zusammenhängen? Ich werde mal die Personen fragen, ob die eine Erklärung haben. So, jeden Monat kommen so zwischen 10.000 und 15.000 Accounts dazu. Na, auch eine relativ kontinuierliche Entwicklung, so seit 2000, 2021 zu sehen. Während aber wenn man die Grafik mit der davor vergleicht, sieht man ja, in Ende 2016 macht es einen enormen Sprung, wie viele neue Beitragende wir haben. Und das ist ja sozusagen konkurrent dazu, dass der
wenn man es halt mittelt, dann halt die Anzahl der neuen Beiträge pro Nutzer halt runtergeht. Also das passt schon zusammen. Ich glaube, in dem Zeitpunkt sind relativ viele dann neu dazugekommen. Und deswegen. Die haben noch nicht so viel gemacht, meinst du? Ja, ja, ist ja in der Regel der Fall. Moment, ja, jetzt, ja, dazu kommen wir gleich. Das kann ja auch sein, dass Leute irgendwie einen neuen Account haben, weil das ist auch so ein Riesensprung auf einmal. Zu den Beiträgen kommen wir gleich noch. Also alle machen sich noch Gedanken, wir sammeln noch Ideen den ganzen Tag heute unten am Stand zur Interpretation dieser Statistik. Aber ich sehe schon, hier sind viele Statistikliebhaber im Raum. So, das hatten wir. So, und das ist vielleicht auch ganz interessant, das Verhältnis von neuen und alten, Klammer auf, aktiven Accounts, also auf denen gemappt wird, bleibt ungefähr gleich. Es kommen Leute dazu, es hören Leute auf, aber die Anzahl der beitragenden Personen bleibt ungefähr gleich. Und hier haben wir nochmal die Entwicklung, Anfangsjahre 2005 und dann, ne, nimmt das die Aktivität, je länger die Leute bei OpenStreetMap dabei sind, immer weiter ab und es bleibt dann von den Langzeitmapper, eben bloß noch Hardcore-Mapper, die dann dauerhaft beim Projekt bleiben. Und das ist auch ganz spannend. Jede mappende Person hat in dem Jahr, nachdem sie sich angemeldet hat, die meisten Edits. Ich habe mal in meine Statistik reingeguckt, ist bei mir auch so. Dann habe ich ein ganz großes Tief und erst seit Street Complete gibt oder seit ich Street Complete nutze, also seit vorletzten Jahr, nehmen meine Edits wieder rasant zu, also Street Complete, für alle, die es nicht kennen, eine relativ niedrigschwellige App, mit der man Verbesserungen an der Datenbasis vornehmen kann, wenn man ein Android-Handy hat. Ja, also immer, wenn man irgendwo mit seinem Smartphone an der Haltestelle steht und auf das oder auf dem Bahnhof und auf den verspäteten ICE wartet, kann man dann quasi nochmal auf die App gucken und die Welt um sich herum verbessern. Es gibt auch, ne, die Aktivität, die gemessen wird. Wer mindestens 42 Tage im Jahr editiert, gilt als aktiver Mapper. Ne? 42 lässt grüßen. Weil man braucht ja irgendeinen Anhaltspunkt. Ne? 2024 erfüllten 10.000 Mitwirkende in der OpenStreetMap-Datenbank dieses Kriterium und die dürfen dann theoretisch auch bei OSMF-Wahlen, also OpenStreetMap Foundation-Wahlen, mit abstimmen, weil sie aktive, also man muss kein Mitglied bei der OpenStreetMap Foundation sein, es reicht, dass man aktiver Mapper ist und dann kann man sich da auch für die Vorstandswahlen registrieren und abstimmen. Also hat das aktive Wahlrecht, das passive weiß ich gar nicht. Egal. Zum Schluss der Statistik noch ein bisschen Trivia. Es gibt einen Mapper, ich vermute, das ist portugiesisch, der hat seit 10 Jahren ununterbrochen mindestens jeden Tag einen Edit in der Datenbank vorgenommen. Und die Person... genau, und dann gibt es noch jemand, der also führend in der Datenbank ist und vermutlich kein Bot ist, der irgendwelche Korrekturen vornimmt, aber bin ich mir nicht sicher, bin ich mir nicht genau, nicht hundertprozentig sicher. Nee, überhaupt, über die gesamte Datenbank und Dauer. Ja, nee, weil der April 24 steht in der Cyberbemerkung. Achso. 2014 heißt es. Ja. Guter Hinweis. Ich sehe, ich habe ein sehr aufmerksames Publikum. Ein statistisch interessiertes, aufmerksames Publikum. Gut, was ist nun das Tolle an OpenStreetMap? Ja, die sind ja eigentlich alle dabei, kann ich mich hier vielleicht ein bisschen kürzer fassen, aber wir sammeln Daten mit Raumbezug und jeder, der irgendwie Lust hat und meint, das gehört unbedingt in die Datenbank, darf das erfassen und es wird niemand um die Ecke kommen und sagen, darfst du nicht. Ja, man wird vielleicht mal gucken, muss das wirklich sein? Aber im Prinzip darf man es und das erledigt sich dann meistens faktisch, wenn man alleine bloß Daten einträgt und alleine bleibt und keine Mitstreitenden findet.
Hört man wahrscheinlich auch irgendwann wieder auf, weil man dann kein vernünftiges Produkt draus machen kann oder keine vernünftigen Ergebnisse bekommt. Aber wenn andere auch sagen, Mensch, das ist ja spannend, das tragen wir auch mit ein oder sagen, wir haben ja nichts mehr zu tun, ne? Der klassische Hundekot-Tütenspender, ist ja alles gemappt, also tragen wir auch sowas ein oder einzelne Bäume. Ne? Also man findet dann immer noch was zumindest zu tun in der Tiefe. Aber vielleicht findet man eben auch was Neues und trägt das ein und das darf jeder. Und entsprechend, das sind so die Dinge, wo man bei OpenStreetMap mal nachgucken kann. Erster Anlaufpunkt in der Zivilgesellschaft, wenn irgendwas neu ist oder ein politisches Thema ist und man keine Daten hat, kaufen will oder nicht warten will, bis die Behörde die dann nach einem halben Jahr liefert, nachdem sie ausführlich geprüft, gestempelt und nochmal geprüft hat, guckt man halt einfach bei OpenStreetMap. Oder eben Daten, die sonst niemand erhebt, weil sie eben nur die Zivilgesellschaft interessieren. Daten, die die Zivilgesellschaft oder die bestimmte Leute besonders interessant finden, ja, zum Beispiel Bahn oder Bahninfrastruktur, Fahrradinfrastruktur. Oder, was auch ganz oft genommen wird, bevor man zu 16 Bundesländern läuft und sagt, können wir mal eure unter Open Data stehenden Daten bitte haben oder runterladen und die zusammenführt, sagt man, naja, gehen wir einfach an die OpenStreetMap-Datenbank, da haben wir das schon alles. Tatsächlich ist in Schleswig-Holstein im Bereich Open Data die Überlegung, solche Daten auch in die OpenStreetMap zu drücken, aber noch die Sorge, wenn man eigentlich fragt, ob man das darf, ist das wirklich ein, ja, wenn das Land möchte, dass es die Kartografiedaten von wo stehen und so. Ja. Dann soll es das da einfach reindrücken? Oder? Ja, und wenn Sie sich unsicher sind, sollen Sie, also ne, das ist ja auch ein bisschen so, Massenimporte ist ein bisschen schwierig, sollte man auf jeden Fall die Community kontaktieren und wenn man sich immer noch unsicher ist oder ein nicht interpretierbares Echo aus der Community bekommt, kann man sich auch nochmal an den Foskis wenden. Und dann müsste man natürlich auch nochmal auf die Lizenzen gucken, weil in der Regel, ich weiß nicht, unter welcher Lizenz stehen die in Schleswig-Holstein? Unterschiedlich, aber das wissen die dann. Weil ne, an der ODBL kommt man halt bei einem Import nach OpenStreetMap nicht vorbei. Und das ist auch so eine kleine Herausforderung, aber da kommen wir am Ende des Vortrags dazu, falls wir noch Zeit haben. Ja, ne, Visualisierung gesetzlicher Vorgaben, Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Aber der Kinder- und Jugendschutz soll gewährleistet sein, also schreibt das Gesetz Konsumverbotszonen vor und schreibt ins Gesetz, der Konsum ist verboten in Schulen, Kinderspielplätzen, bla bla plupp. Und das Sichtweite sind 100 Meter. Naja, dann lohnt es sich doch mal, eine Karte aufzusetzen, die Bubatz-Karte, und das zu visualisieren, wo Sperrzonen sind. Ne? Also Glückwunsch. Hier hinten im Grünen durfte man theoretisch. Hier vorne nicht. Das ist noch sichtbar. Das ist Luftlinie, ja. Da ist man auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Sichtweite bei einem Abstand von 100 Metern, da ist man, also ob das jetzt wirklich Sichtweite ist, könnte man so sagen, aber mit 100 Metern ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und mehr ist das ja nicht. Ist ja ein Anhaltspunkt. Hatten wir letztens auch einen interessanten Brief von der Polizei. Welches Bundesland, sage ich nicht. Seit einiger Zeit ist der Konsum von Cannabis erlaubt. Hierzu gibt die Bubatz-Karte einen Überblick. Die Polizei kennt die Bubatz-Karte, weil nämlich die Konsumenten dann regelmäßig Diskussionen führen. Sie dürfen hier nicht rauchen, sie sind in der Verbotszone. Doch, ich habe in die Bubatz-Karte geguckt, ich darf hier. Nein, dürfen Sie nicht. Sehen Sie da hinten den Kindergarten? Bubatz-Karte sagt, ich darf. Hat also die Polizei, um diesen Diskussionen künftig vorzubeugen, gesagt, tragt doch mal bitte den Kindergarten ein. Haben wir gesagt, dürft ihr auch selber machen, wenn ihr wollt. Aber wir waren natürlich so nett und haben es eingetragen und die, also war ein netter Kontakt. Zehn Minuten noch. Na gut, es gibt noch weitere Sachen, wo das eingesetzt wurde. Drohnenflugverbotszonen, Briefkästen der Deutschen Post. Da hätte man das, hat man das auch mal vor Zeiten gemacht, weil Grundversorgung
Briefkasten in bewohnten Gebieten darf nur 1000 Meter weg sein, kann man also an frei verfügbaren Daten auch gut überprüfen, ob die Post das einhält. Ja, dann Daten, die sonst niemand erhebt. Handwerksbrauereien, deutschlandweit. Ne? Also wer Interesse für nicht das Standardbier hat, kann, das ist hier Ausschnitt aus Bayern, ne? Natürlich, aber gibt es auch, wie gesagt, bundesweit erfasst OpenStreetMap die Lage von Handwerksbrauereien, Restaurantbrauereien und so weiter und so fort. Dann die Obstbaumkarte. Es gibt eine Karte, wenn zu den einzeln gemappten Bäumen die Spezies und die Art und alles erfasst ist, wird das in der Karte dargestellt, hat ein Kleingärtner, der dann also die Obstbaumsorten in seiner Kleingartenkolonie mal darstellen wollte, entwickelt, funktioniert aber auch für alle anderen Bäume. Muss aber eben eingetragen sein. Ne? Also wenn schon alle Bäume einzeln gemappt sind, kann man jetzt damit anfangen, deren Art einzutragen. Da ist eine Frage. Wir machen mal hier kurz schon einen Cut, weil Zeit rennt und wir sind erst bei Folie 50, wir haben noch 40. Die Community gibt keine offizielle Instanz, die das irgendwie überprüft. Es ist aber auch jeder offiziellen Stelle unbenommen, in die OpenStreetMap-Daten reinzugucken und dann zu sagen, das ist aber komisch hier. Aber es gibt keine irgendwie hierarchische, festgefügte Instanz. Dann spezielle Infrastrukturen, Open Railway Map ist da zu nennen, Überwachungskameras, ne? Auch Daten, die sonst niemand erfasst. Wer erfasst sonst, wo sich im öffentlichen Raum Kameras befinden? Die Polizei. Aber nur für sich selber. Bundesweit macht das niemand. Und jeder, ne, und die Polizei auch nur ihre eigenen. Hier sind alle, egal, unabhängig vom Betreiber. Ne? Das sind also Daten, die zivilgesellschaftlich durchaus Relevanz haben. Man muss eben bloß wissen, es gibt OpenStreetMap und wie kriege ich diese Daten dann raus und die richtigen Fragen stellen. Aber ist natürlich wie immer, es ist ein Hobbyprojekt oder ein Freiwilligenprojekt. Es gibt keine Garantie, dass die Daten vollständig sind. Aber meistens sind die Daten schon so gut, dass man zumindest irgendwelche Ableitungen treffen kann. Komme ich über die normale Kartenansicht einfach zu so einer Ansicht? Nö, ich glaube, das ist eine eigene Website, die Surveillance, Under Surveillance Map. So, Parkraumprojekte, ja, OpenStreetMap erfasst auch, wie geparkt werden darf und visualisiert entsprechend auch, wie viel öffentlichen Raum private Autos in Anspruch nehmen, um das einfach mal darzustellen. Also man merkt, es sind eben auch viele Aktivisten unterwegs, ob Autoverkehr, Radverkehr etc. Dann auch eine sehr coole Sache, mit UMAP kann jeder mit dem OpenStreetMap-Hintergrund seine eigene Karte erstellen, seine eigenen Daten oder sowas darstellen und eine Karte daraus produzieren. Jo, dann, oh Gott, die Zeit. Können wir die Zeit einfach anhalten und ich rede weiter? Herausforderungen, die wir haben. Vandalismus. Ne? OpenStreetMap ist leider auch immer mitten im politischen Zeitgeschehen. Wenn irgendwo um Grenzen gestritten wird, um Territorienkonflikte herrschen, wir kriegen das sofort mit. Im Gaza-Krieg, als das losging, beziehungsweise als Israel dann zurückgeschlagen hat, wurde mal Tel Aviv gelöscht aus den Kartendaten. Im Ukraine-Krieg, wo haben wir es? Hier hat dann ein ukrainischer Mapper Straßen ganz über die gesamte Welt gezogen, wo dann irgendwelche Beschimpfungen auf Russisch drin standen. Gegen sowas, eine relativ harmlose Vandalismus, ist Pokémon Go. Also wir freuen uns, dass die Firma hinter Pokémon Go OpenStreetMap-Daten benutzt. Das Problem sind natürlich die User. Wenn ich weiß, dass Pokémons nur in Parkanlagen erscheinen und ich habe dummerweise oder und der Park vor meiner Haustür ist nicht gemappt, der beste Fall ist, ich melde das in OpenStreetMap, trag mal bitte den Park ein.
kein Problem. Wenn ich ein bisschen anders drauf bin, sage ich, oh, hier gibt es weit und breit keine Parks. Scheißegal, ich zeichne einfach einen in der Datenbank ein. Na, und dann sind wir beim Vandalismus. Das war 2017. Gab es eine Neuauflage 2024. Es gab ein neues Pokémon, das nur an Stränden erscheint. Und wenn man nicht gerade in Ostseenähe ist, ne, der Rest der Republik ist nicht so gesegnet mit Stränden. Was macht man? Man trägt sich einfach einen Strand vor der Haustür ein. Vandalismus. Aber kreativer Vandalismus. Ja, aber nicht schön. Hat man entsprechend auch jetzt Maßnahmen getroffen, dass zumindest grober Vandalismus, also wie Straßen quer über den Globus ziehen, mit Beschimpfungen nicht mehr möglich ist. Aber man versucht es immer noch, die Beschränkung so gering wie möglich zu halten. Die Einstiegshürde soll so niedrig wie möglich sein, weil das Tagging-Schema an sich ist ja schon Herausforderung eigentlich genug. Gut, dann eine weitere Herausforderung, die wir haben, Nutzung durch Konzerne. Ich hatte ja gesagt, die OpenStreetMap ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Tagesschau benutzt OpenStreetMap-Karten, nicht bloß OpenStreetMap, Pokémon Go, DHL und auch Versicherungskonzerne in ihren Telematik-Apps. Solche E-Mails erreichen uns jetzt auch regelmäßig. Sehr geehrte Damen und Herren, von der Allianzversicherung erhielt ich Ihre E-Mail-Adresse. Ich bin die Straße lang gefahren und in meiner Telematik-App habe ich die Meldung bekommen, hoher Schweregrad, ich bin zu schnell gefahren, aber ich durfte dort so schnell fahren. Bitte korrigieren Sie das. Ne? Also die Konzerne nutzen unsere Daten, sagen aber, für den Support, nö, geht mal zu den Freiwilligen OpenStreetMap, lass die das mal machen. Geht natürlich nicht. Wie wir das einfangen, ne? Also falls jemand Verwandtschaft irgendwie beim Allianzkonzern in der Führungsetage hat, wir wären über einen Kontakt sehr dankbar, um da mal drüber zu reden. Das geht natürlich nicht. Wir sind ein Freiwilligenprojekt, wir sind nicht deren kostenfreier Support. Das nimmt aber zu. Na genau, aber das muss eben erstmal erklärt werden, dass das ein Problem ist für eine Community, die freiwillig arbeitet. Weil, ne, ist bei Open-Source-Software ja genauso. Die Konzerne nutzen Open-Source-Software, aber nur ein Bruchteil davon beteiligt sich an den Entwicklungen. Und dann sind alle fürchterlich erschrocken, wenn dann doch mal eine Sicherheitslücke da ist und sie gucken, oh, das ist ja überall, steckt das ja bei uns drin. Ne? Aber dafür zahlen? Nö. Schwierig. Aber klassisches Trittbrettfahrerproblem. Dann auch weiteres Problem, es gibt dann noch die Overture Maps Foundation, da sind also Niantic und Microsoft und Meta und so, die sind da alle drin und fördern das bei der OpenStreetMap Foundation, die die Originaldatenbank betreibt. Kommt davon nichts an. Ne? Was ist das für eine Foundation? Also was ist deren eigentliche Aufgabe? Karten bereitzustellen. Freie Karten. Kopieren quasi den. Die machen eine Kopie der OpenStreetMap-Datenbank und stellen die dann ihren Konzernen zur Verfügung, ihren Mitgliedskonzernen. Aber nicht mal Luftbilder bzw. Satelliten? Ja, ja, also wir kriegen auch was, aber der eigentliche Betrieb liegt natürlich auch daran, dass wir beim Umgang, beim Marketing als freiwilligen Projekt natürlich nicht so professionell auftreten wie so eine Foundation, die quasi, also ist bei der Linux Foundation angesiedelt, diese Foundation, die dann von Meta und Co. Supported wird. Aber das ist legal, oder? Hm? Ist das legal? Klar, ist ja Open Source Software. Sind ja Open Data. Klar, ist völlig legal. Ich soll zum Schluss kommen, das ist gut, wir sind nämlich schon bei den Herausforderungen. Durch einen unglücklichen Zufall ist die OpenStreetMap Foundation zwar noch in Großbritannien, aber nicht mehr in der EU. Wir hätten aber gern, dass europäisches Datenbankrecht gilt. Also eine Herausforderung ist es, die OpenStreetMap Foundation jetzt in irgendein europäisches Land zu übersiedeln und nach Möglichkeit, da wir international unterwegs sind, dass da auch Englisch gesprochen wird oder englische Unterlagen akzeptiert werden. Also Deutschland ist raus.
Ja, dann, wie gesagt, wir müssen, die OpenStreetMap Foundation muss unabhängig von Interessen von Konzernen werden, aber trotzdem irgendwie an ihrer Finanzierung arbeiten. Das Datenbankmodell muss weiterentwickelt werden, die Lizenz muss vielleicht weiterentwickelt werden, damit Datenimporte nicht bloß eine Einbahnstraße werden. Das wäre aber ein eigener Vortrag. Was ist noch so heißer Scheiß? Vektor-Tiles, wo man quasi keine Rastergrafik mehr hat, sondern dann die Tiles, die ganze Rechenkapazität auf den Rechner, auf die Device verlagert. Panoramax. Gibt es das schon oder kommt das noch? Das gibt es schon. Panoramax-Server, also eine datenschutzfreundliche Alternative zu Mapillary-Datensurfern. Der Foskis überlegt auch, sich weiter zu professionalisieren. Und schließlich können wir dann sagen, 20 Jahre OpenStreetMap, erfolgreiche Arbeit bei freien Daten, trotz allem Open Data durch die Verwaltung ist OpenStreetMap das Maß der Dinge, würde ich sagen. Und bisher ist es uns gelungen, alle technischen und sozialen Herausforderungen zu meistern. Und ich hoffe, das bleibt die nächsten 20 Jahre auch so. Vielen Dank.